Ja, einen wunderschönen guten Morgen zu unserem heutigen Webinar. Es ist 10 Uhr und wir wollen fortfahren mit unserer Webinarreihe Möglichkeiten der landwirtschaftlichen Analytik im Jahr 2021. Wir werden auch heute wieder spannende Einblicke in das Thema Bodenfruchtbarkeit und Bodenanalytik erhalten und wir wagen einen kleinen Blick hinter die Kulissen, womit wir uns unter anderem im Moment in unserer Entwicklungsabteilung beschäftigen. Ich freue mich auch heute sehr, unsere beiden Referenten, Herrn Dr. Arjan Reinefeld und Herr Dr. Karst Brolsma von der Auchfins Agro in Wageningen begrüßen zu dürfen. Herr Dr. Reinefeld ist der internationale Produktmanager im Bereich Bodenanalytik in unserem Haus und er ist ein ausgewiesener Bodenexperte und er ist auch der maßgebliche Entwickler der NIAS Bodenanalytik in der Auchfins Agro Gruppe. Herr Dr. Brolsma ist Produktspezialist der Eurofins Agro und arbeitet in unserer Forschungsabteilung. Er hat seinen Doktortitel in Bodenbiologie und Qualität des Bodenlebens gemacht und beschäftigt sich aktuell unter anderem mit der Suche nach neuen Technologien und Methoden, mit denen Bodeneigenschaften, also auch neue Parameter, gemessen werden können. Mein Name ist Patrick Iffland. Ich bin der Vertriebsleiter der Eurofins Agraranalytik in Deutschland und ich darf Sie heute durch das Webinar führen. Auch heute will ich wieder ein paar Einblicke geben in das, ein paar Vorabinformationen geben, bevor wir mit den eigentlichen Vorträgen starten. Ja, standardmäßig ist es so, dass wieder alle Zuhörer auf Stumm gestellt sind. Es besteht aber die Möglichkeit, während des Vortrages Fragen zu stellen, und zwar über das kleine Kontrollpanel. Haben Sie die Möglichkeit, also während des Vortrags eine Frage einzutragen. Ich werde die dann im Hintergrund sammeln und direkt im Anschluss an den Vortrag vorlesen. Und die Kollegen Reinefeld bzw. Preußmer werden dann die Fragen auch beantworten. Des Weiteren habe ich auch wieder Informationsmaterial hinterlegt, weil Sie sich gerne runterladen und dann in Ruhe nach den Vorträgen sichten können. Ja, und auch dieses Mal ist es wieder so, dass wir eine Aufzeichnung anlegen, die wir dann im Anschluss ja, online stellen werden, beziehungsweise allen angemeldeten Teilnehmern einige Tage im Anschluss an das Webinar zur Verfügung stellen werden. So, dann kommen wir nun zum eigentlichen Thema des heutigen Webinars. Die klassische Grundbodenuntersuchung liefert ja theoretisch pflanzenverfügbare Bodenvorräte der wichtigen Nährstoffe Phosphor, Kalium und Magnesium und auch den pH-Wert. Doch reichen diese Parameter aus, um den Status der Bodenfruchtbarkeit als Grundlage für Empfehlungen zur Düngung und Bodenbewirtschaftung ausreichend zu bewerten? Es existiert eine ganze Reihe von Konzepten und Methoden zur Bodenuntersuchung, die als ergänzende und auch ja, teilweise alleinstehende Analysen vorgeschlagen werden, um die Bodenfruchtbarkeit besser beschreiben und auch sinnvollere Strategien entwickeln zu können. So zum Beispiel auch die Kationaustauschkapazität, mit der wir uns dann heute beschäftigen wollen. Doch was hat es damit auf sich? Wo ist der Unterschied zwischen potenzieller und effektiver Kationaustauschkapazität? Und wie geeignet ist sie eigentlich, um sinnvolle Maßnahmen für die Düngung und die Bodenbewirtschaftung daraus abzuleiten? Dies wird uns nun im ersten Teil des Webinars Herr Dr. Reinefeld näher bringen und im zweiten Teil wird dann Herr Dr. Polzmer übernehmen und uns einige Einblicke in das Innenleben der Eurofins Agro geben und das eine oder andere Projekt aus unserer Research and Development Abteilung vorstellen. So, damit übergebe ich das Wort an Herrn Dr. Reinefeld. Du musst deinen Ton noch anmachen. Guten Morgen, danke schön, Patrick. Also, danke schön. Mein Name ist Arjan Reinefeld und ich freue mich sehr, dass ich einen Vortrag mit dem Titel Kationen-Austauschkapazität halten darf. Also, Kationen-Austauschkapazität. Ich habe schon in anderen Webinaren gesagt, auf Böden mit einer hohen natürlichen oder einer verbesserten Bodenfruchtbarkeit können Produktionssysteme mit hohem Ertrag etabliert werden. Also man kann auch sagen, wenn die Bodenfruchtbarkeit ein bisschen besser ist, dann ist es einfacher, höhere Erträge, aber auch andere Sachen wie Produktqualität
zu erzielen. Also Bodenfruchtbarkeit ist sehr wichtig und Bodenfruchtbarkeit ist chemische, physikalische, biologische Bodenfruchtbarkeit. Und heute möchte ich gerne die physikalische Komponente, Kationen-Austauschkapazität, ein bisschen mehr besprechen. Also die physikalische Bodenkomponente besteht aus Bodentextur, das ist Ton, Schluff, Sand, aber auch organische Substanz, organische Kohlenstoff, pH-Wert, Kationen-Austauschkapazität, Calcium, Carbonat und also viele Bodenparameter. Und heute dann die Kationen-Austauschkapazität. Also, was ist dann Kationen-Austauschkapazität? Kationen-Austauschkapazität, Ton-Humus-Komplex kann man auch sagen, ist die Fähigkeit des Bodens, Nährstoffe und Elemente wie Aluminium und Wasserstoff zu binden und bei Bedarf der Pflanze wieder abzugeben. Also, man kann sagen, die Kationen-Austauschkapazität ist die Kraft, das Vermögen des Bodens, Nährstoffe, also Calcium, Magnesium, Kalium und andere Elemente zu binden und diese Nährstoffe nachzuliefern, wenn die Pflanze Nährstoffe brauchen. Aber die Kationen-Austauschkapazität kann auch andere, vielleicht weniger nützliche Kationen binden. Und dies geschieht meistens vor allem bei einem niedrigen pH-Wert. Das möchte ich gerne ein bisschen später auch besprechen. Also, Kationen-Austauschkapazität, KOK, ist ein Reservoir für Nährstoffe. Es gibt zwischen Bodentypen große Unterschied. Also zwei Beispiele, Kationen-Austauschkapazität 0 Sandkiste und Kationen-Austauschkapazität vielleicht 350, dann ist das ein sehr schwerer Marschtonboden. Unterschiede in KOK zwischen Bodentypen. In dieser Abbildung sehen wir auf der vertikalen Achse die KOK und man kann auch sehen Sand-, Ton- und Moorboden. Und es gibt, wie Sie sehen, einen riesen Unterschied zwischen Bodentypen und aber auch innerhalb von Bodentypen. Beispielsweise finden wir Tonboden, Kationen-Austauschkapazität von 100 bis zu 300 Millimol pro Kilo Boden. Und dann kann man fragen, warum gibt es Unterschied? Warum dieses Riesenunterschied? Also, vielleicht ist die Frage, wie wird Kationen-Austauschkapazität, KOK, aufgebaut? Die Kationen-Austauschkapazität wird durch Bodeneigenschaften bestimmt, Tongehalt, also Bodentextur, Art des Tons, organische Substanz, Oxide und Hydroxide im Boden. Und ich möchte gern das besprechen und zuerst Tongehalt. Also, was habe ich gemacht, um die Wirkung vom Ton auf die KOK zu zeigen, habe ich Folgendes getan. Auf unserer Datenbank, also alle Bodenproben, habe ich alle Proben mit einer organischen Substanz von 2,2%, alle Bodenproben mit 2,2% organischer Substanz und
Den pH-Wert war 5,6. Ist ein Beispiel. Also alle Bodenproben mit organischer Substanz 2,2, pH-Wert 5,6. Und dann Ton am vertikalen, am horizontalen Achse und Kationaustauschkapazität auf der vertikalen Achse. Und dann kann man sehen, dass wenn Tongehalt höher ist, Kationaustauschkapazität auch höher ist. Also es wird deutlich, glaube ich, weil es ist ein gleichen pH-Wert, den gleichen Gehalt an organischer Substanz, aber dann wird es deutlich, dass die Kationaustauschkapazität mit steigendem Tongehalt des Bodens zunimmt. Man kann auch ein anderes Beispiel benutzen, organische Substanz 2,2%, pH-Wert 7,2, also das gleiche organische Substanzbestand, pH-Wert ein bisschen höher und wieder steigenden Tongehalt, steigenden Kationaustauschkapazität. Also das war Tongehalt und KOK. Und dann gibt es auch Art des Tons, vielleicht ein bisschen schwerer. Wieder Abbildung, Sandton, Moor, Ton, möchten wir gerne ein bisschen besser besprechen. Und dann gibt es natürlich Seeton, Flusston und man kann sehen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Seeton und Flusston. Und dann, ja, das ist vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen, aber das ist das Unterschied zwischen Tontypen. Das ist, weil Ton besteht aus dem kleinsten Teilchen im Boden, also, und Ton wäre neutral, wenn das vollständig aus Silizium bestehen würde. Also Kationaustauschkapazität wäre neutral, aber also kein Kationaustauschkapazität, wenn er vollständig auf Silizium bestehen würde, aber das war nicht immer der Fall. Oft gibt es Aluminium oder Eisen oder Magnesium anstelle von Silizium. Also, und die Eisen, Magnesium und so weiter neutralisieren nicht das gleiche wie Silizium. Und dann gibt es negativ geladen Ton und dann gibt es Kationaustauschkapazität. Also Tonart, Clay Mineral, ist wichtig für Kationaustauschkapazität. Organische Substanz ist auch wichtig. Wieder ein Beispiel. Viele Bodenproben mit Tongehalt weniger als 3%, pH-Wert 5,2. Und ja, da habe ich das Gleiche gemacht, um die Wirkung der organischen Substanz auf die Kationaustauschkapazität. Okay. Entschuldigung, um die Wehr, um, das ist komisch. Um die Wirkung der organischen Substanz auf die Kationaustauschkapazität zu zeigen, habe ich wieder Folgendes getan. Ich nahm alle Proben in unserem Datenbank und wählte alle Proben mit einem Tongehalt kleiner als 3 und einem pH-Wert von 5,2. Also alle Proben haben den gleichen pH-Wert und den gleichen Tongehalt. Und nun sehen wir, dass die Kationaustauschkapazität mit steigenden organischen Substanz des Bodens zunimmt. Mehr organische Substanz, höhere Kationaustauschkapazität. Das ist
Ein anderer Beispiel, Tonkehalt 22%, pH-Wert 7,2, wieder organische Substanz ein bisschen höher, Kationaustauschkapazität auch viel mehr. Also das war Tonkehalt, Art des Tons, organische Substanz, aber auch Oxide und Hydroxide sind wichtig, aber nur wenn den pH-Wert höher als 7 ist. Und dann sind sie Teil der Kationaustauschkapazität. Also zusammenfassend, woher kommt die Kationaustauschkapazität? Tongehalt, Art des Tons, organische Bodensubstanz, Oxide und Hydroxide. Ja, habe ich besprochen. Man kann sagen, also man kann die Kationaustauschkapazität nicht ändern, weil Tongehalt, das ist nicht ganz einfach zu ändern, organische Substanz, das ist nicht kurzfristig zu ändern, Art des Tons kann man auch nicht ändern normalerweise und Oxide und Hydroxide auch nicht. Also man kann sagen, Kationaustauschkapazität kann man nicht ändern, aber was wir hier sehen, ist folgendes: pH-Wert und Kationaustauschkapazität. Wenn der pH-Wert des Bodens steigt, dann steigt auch die Kationaustauschkapazität. Also wieder, wenn wir einen Datensatz mit dem gleichen Gehalt an Ton und organische Substanz erstellen, können Sie sehen, dass es dass mit Anstieg des pH-Werts ein Anstieg der Kationaustauschkapazität auftritt. Tonkehalt weniger als 4, organische Substanz 2,3. Das kann man auch in andere Beispiele, Ton 22%, organische Substanz 4. Wenn pH-Wert ein bisschen höher ist, gibt es mehr Kationaustauschkapazität. Effektive Kationaustauschkapazität. Und dann zusammenfassend, hier sehen wir ein Bodem. Das ist ein Bodem und dann habe ich versucht, Effekt, den pH-Wert wieder in dieser Abbildung zu zeigen. Also, das ist ein Bodem. Nicht verschiedene Bodem, nur ein. Und dann in diesem Beispiel wird dem Bodem eine effektive Kationaustauschkapazität haben von 20 auf nein, von 60, wenn der pH-Wert 3 ist, aber wenn die wenn der pH-Wert steigt, dann gibt es immer mehr Kationaustauschkapazität. Und dann, wenn die wenn der Entschuldigung, wenn der pH-Wert höher als 7 ist, 7,5, vielleicht 8, dann ist das dann ist es die Total Exchange Capacity, also maximale Kationaustauschkapazität. Und das ist vielleicht in einigen Fällen ein bisschen kompliziert. Worüber sprechen wir? Ist es effektive Kationaustauschkapazität oder maximale potentielle Kationaustauschkapazität? Also im Dungekompass messen wir, also wir messen im Dungekompass bei dem in der Probe gemessene effektive pH-Wert, aktuelle pH-Wert. Also wir messen kein Kationaustauschkapazität mit pH-Wert 7,5 oder 8, aber ja, nur wenn es
pH-Wert 7 und 8 ist natürlich, aber wir messen den aktuellen pH und den, messen die effektive Kationenaustauschkapazität. Also woher kommt die Kationenaustauschkapazität? Bodemeigenschaften, Tonkaart, Art des Stroms, organische Bodemsubstanz, Oxide und Hydroxide und den pH-Wert. Also das war Kationenaustauschkapazität. Aber welche Kationen hat die Kationenaustauschkapazität? Aufbau, Ton-Humus-Komplex, organische, ja, organische Tonkomplex. Und dann kann man sehen, dass Kationenaustauschkapazität besteht aus Kalium, Natrium, Calcium. Und durchschnittlich gibt es ungefähr meistens 1% Natrium, 1,5% Aluminium, Wasserstoff weniger als 1, weil wir effektive Kationenaustauschkapazität messen, Calcium 75%, also, aber man kann auch sehen, dass es einen riesen Unterschied im Calciumgehalt gibt, bis 30 bis zu 95 oder vielleicht mehr Prozent Calcium Kationenaustauschkapazität, Kalium von durchschnittlich 3,5% zwischen 1 vielleicht und 20 und Magnesium durchschnittlich 15%. Verhältniskationen untereinander. Es gibt verschiedene Theorien zum optimalen Verhältnis der Kationen untereinander, zum Beispiel Calcium-Magnesium-Verhältnis. Aber, und dann sage ich, Achtung, Achtung, es gibt ja, Theorien, die sagen, es soll 68% Calcium-Kationenaustauschkapazität geben, 12% Magnesium-Kationenaustauschkapazität, 5% Kalium-Kationenaustauschkapazität. Aber das ist vielleicht ein bisschen zu einfach, weil es einen riesen Unterschied gibt in verfügbare Elemente innerhalb Prozent oder 5% Kationenaustauschkapazität Kalium zum Beispiel. Hier sehen Sie pflanzverfügbares Kalium, also pflanzverfügbares Kalium bei 5% Kalium Kationenaustauschkapazität. Also alle Ergebnisse haben 5% Kalium an Kationenaustauschkapazität, 5% aller Ergebnisse. Und dann gibt es einen riesen Unterschied in pflanzverfügbaren Skalien. Also sehr hoch pflanzverfügbare Kalien, ungefähr 22%, niedrig auch 22%, sehr niedrig 7%. Also wenn Proben, alle Ergebnisse, Kationenaustauschkapazität 5% Kalium haben, gibt es, kann es sein, dass verfügbares, pflanzverfügbares Kalium sehr, sehr niedrig ist oder sehr, sehr hoch. Und darum benutzen wir nicht nur das Verhältnis zwischen Kationen am Kationenaustauschkapazität, aber wir benutzen das wissenschaftliche Konzept Intensity, Buffering Capacity, Quantity, also was ist pflanzverfügbar, was ist die Nachlieferung und was ist der Bodenvorrat. Konzept, System der Intensität, Pufferkapazität, Quantität. Das ist was Eurofins benutzt und nicht nur Verhältnis.
Also, ich habe gesagt, dass DNPA-Wert sehr wichtig ist. Noch ein Beispiel. Also, hier sehen Sie organische Substanz 5,2%, Kohlensäure, Kalk. 0, sehr wenig. Ton, auch kein Ton. Sand, Prozent, das ist viel, viel Sand. Also, es ist ein sandiger Boden ohne Kohlensäure, Kalk und organische Substanz ungefähr 5%. Und dann, wenn der pH-Wert 3,5 ist, also 3,5, dann ist die Kationausstandskapazität 27. Also das ist eine deutsche Bodenprobe, ein Beispiel aus der Praxis. Und dann, wenn wir ungefähr das gleiche Boden anschauen, also wieder kein Kohlensäurekalk, organische Substanz 5, Sand Prozent, sehr sandige Boden wieder und dann ist pH-Wert, den pH-Wert 5,6 und dann ist die Kationaustauschkapazität 77. Also pH-Wert sehr wichtig für die effektive Kationaustauschkapazität. Und dann Beispiel, ein bisschen rechnen. Kationaustauschkapazität 50, Sandboden, dann ist durchschnittlich Vorrat Nährstoffe 300 Kilogramm Kalium pro Hektare, 200 Kilogramm Magnesium pro Hektare und 2500 Kilogramm Calcium pro Hektare. Also durchschnittlich, wenn die Kationaustauschkapazität 50 ist. Aber wenn die Kationaustauschkapazität ein bisschen höher ist, 80, wieder ein Sandboden, dann ist Vorrat Nährstoffe 450 Kilogramm Kalium pro Hektare, 300 Kilogramm Magnesium pro Hektare und 3500 Kilogramm Calcium pro Hektare. Also sehr viel mehr Nährstoffe am Kationaustauschkapazität. Höhere Kationaustauschkapazität sorgt für einen höheren Nährstoffvorrat im Boden. Und Beispiel. pH-Wert und Kationaustauschkapazität und Kalium am Kationaustauschkapazität, Sandböden. Und wenn der pH-Wert ein bisschen höher ist, gibt es höhere Kationaustauschkapazität, aber auch mehr Kalium am Kationaustauschkapazität.180 Kilogramm Kalium extra können also gelagert werden, wenn sie bei der pH-Wert nur geringfügig verbessert. Also, Ergebnisse aus der Praxis beweisen erstmal, dass die Kationaustauschkapazität wichtig ist. Und dann gibt es sehr, sehr viel Literatur. Es gibt Literatur über Kationaustauschkapazität, aber es ist immer schön, einige Ergebnisse von Versuchen, die wir selbst ausgeführt haben, zu zeigen. Also Kationaustauschkapazität und Ertrag. Zum Beispiel. In dieser Abbildung sehen wir auf der horizontalen Achse Kationaustauschkapazität, aus der vertikalen Achse Ertrag. Ich habe alles das gleiche gleichen Einheit gemacht. Und dann, also das sind die Ergebnisse eines Feldversuchs, 3 Jahre vom Farmfried auf sandigem Boden im Norden Polens. Also 3 Jahre Feldversuche Norden Polens
Und die Ergebnisse sind, finde ich, sehr klar, sehr deutlich. Es ist einfacher, eine höhere Ertrag zu erzielen, wenn die Kationsausstoßkapazität ein bisschen höher ist. Und das ist natürlich nicht sehr überraschend vielleicht jetzt, denn eine höhere Kationsausstoßkapazität liefert natürlich mehr dem Boden mehr Kalium, Calcium und Magnesium Nachlieferung. Das ist das Gleiche für Mais und Grünland, wieder Kationsausstoßkapazität und Ertrag. Es ist einfacher, höhere Erträge zu bekommen, wenn die Kationsausstoßkapazität ein bisschen besser ist. Und dann habe ich im Webinar, erste Webinar, Webinar 1, erklärt, also das war Webinar, weitere Teile des Bodenpuzzles mit dem Lungenkompass, mehr Kontrolle über die Bodenfruchtbarkeit. Da habe ich einen Feldversuch gezeigt. Der durchschnittliche Ertrag bei einer hohen Bodenfruchtbarkeit war ungefähr 600 Dobbelcentner pro Hektar und bei einer niedrigen Bodenfruchtbarkeit 450 Dobbelcentner pro Hektar. Also das war ein riesen Unterschied. Und dann haben wir ein bisschen versucht zu sehen, was war Ausschläge, welche Bodenparameter sind die wichtigsten. Und wir haben gesehen, dass die ausschlaggebende Bodenparameter war die Kationausstoßkapazität, effektive Kationausstoßkapazität, Kalium am Kationausstoßkapazität, organische Substanz, aber auch Magnesium-Pufferkapazität. Und dann, was ist Magnesium-Pufferkapazität? Das ist das Verhältnis zwischen Magnesium verfügbar und Magnesium-Kationausstoßkapazität. Also sehr wichtig für potenzielle Ertrag sind effektive Kationausstoßkapazität, Kalium und Magnesium. Das war in diesem Feldversuch von mehreren Jahren. Kationausstoßkapazität ist auch wichtig für Qualität, zum Beispiel die Rohproteingehalt. Also eine höhere Kationausstoßkapazität, das ist positiv. Das wirkt sich positiv auf den Rohproteingehalt. Und das kann natürlich erklärt werden, weil höhere Kationausstoßkapazität ist mehr Kalium und Magnesium und Calcium. Und das ist für die Pflanzen, für die Wurzel einfacher, Stickstoff aufzunehmen. Es ist einfacher. Stickstoff ist also ein Anion, Nitrat meistens. Und dann ist es einfacher aufzunehmen durch Wurzel und für die Pflanzen, wenn Kalium, Magnesium und Calcium, Kationen ausreichend sind. Kationenaustauschkapazität ist auch wichtig, nicht nur für Qualität und Ertrag, aber es ist auch wichtig, es wird verwendet, um das Risiko von Versalzung, also hohen Natriumgehalt im Boden einzuschätzen. Wir messen das Calcium an Kationausstoßkapazität und können auch den Prozentsatz, also wie viel Prozent Natrium am Kationausstoßkapazität berechnen. Sie wissen vielleicht, in vielen Regionen in der Welt wird Salz ein Problem zum Problem und wir können das Risiko auf Versalzung angeben. In dem deutschen Bodenprobe, also ich habe viele deutsche Boden bestudiert, und ist der Anteil mit zu hohem Natrium an Kationausstoßkapazität nicht sehr hoch, nicht sehr groß. Das sehen Sie hier, meistens weniger als 1% Natrium am Kationausstoßkapazität, vielleicht 1 bis 2%, aber nicht viel, haben ein höhere Ergebnisse. Aber
Wenn Sie dieses Problem haben, zu viel Natrium an Kationaustauschkapazität, dann ist es sehr gut möglich. Das ist ein Problem mit Bodenstruktur, mit der Bodenstruktur und der Wurzelentwicklung gibt. Aber es ist meistens natürlich einfach zu lösen, also in Deutschland, in den Niederlanden, in Europa, indem man Gips oder Kalk gibt. Und wir benutzen Calcium-Kationaustauschkapazität auch, um etwas über die Bodenstruktur zu sagen. Also viel Calcium an den Tonmineralen, dann gibt es meistens einen optimalen Abstand zwischen Bodenteilchen, luftige Struktur und gute Bindung. Also, wir benutzen Calcium-Kationaustauschkapazität für Ertrag, für Qualität, aber auch für Bodenstruktur und ja, Solidität, wie ich gesagt. Also, wir haben Calcium, Magnesium, Kalium und andere Kationen und Kationaustauschkapazität. Wie viel Calcium, Magnesium und Kalium es gibt, das ist wichtig, um etwas zu sagen über Ertragspotenzial. Und wenn die Kationauslastung, also Calcium, Magnesium, Kalium natürlich, niedriger ist als 90%, dann ist es ein niedriges Ertragspotenzial. Und das ist natürlich nicht notwendig. Also wenn es mehr, es soll mehr als 90% Calcium, Kalium und Magnesium zusammen an Kationaustauschkapazität geben. Und wenn es weniger ist, dann ist das meistens, das ist ein, das zu geringerer pH-Wert ist, oder es gibt ein, und dann gibt es ein Risiko schlechtere Bodenstruktur. Vielleicht, wenn der pH-Wert sehr niedrig ist, gibt es auch viel Aluminium an Kationaustauschkapazität. Und natürlich auch zu wenig Kalium, Magnesium, Nachlieferung und so weiter. Also wie Kationaustauschkapazität verbessern? pH-Wert zu niedrig, natürlich Bekalkung. Bekalkung und dann wird effektive Kationaustauschkapazität höher. Calcium, Magnesium Besetzung wird verbessern. Organische Substanz kann man benutzen natürlich, Kompost, Wirtschaftsdünger, Grundüngung, Düngung, organische Düngung ist alles wichtig, um Kationaustauschkapazität zu verbessern. Und natürlich, wie gesagt, auch Calcium, Magnesium, Kalium, Düngung sind wichtig, um die Besetzung am Kationaustauschkapazität vielleicht zu verbessern. Also man kann viel rechnen, werde ich nicht machen, aber 1% mehr Calcium, dann gibt es 1% mehr Calcium von zum Beispiel 200 Kationaustauschkapazität, dann braucht man, wenn man ein bisschen rechnet, 132 Kilogramm Calcium pro Hektar, aber das ist nicht alles, weil es Konkurrenz zwischen Elementen gibt, soll man immer ein bisschen mehr geben dann die Berechnung. Also Berechnung kann man selbst vielleicht später anschauen, 1% Erhöhung, 132 Kilogramm Calcium pro Hektar, wenn Kationaustauschkapazität 200 ist. Und dann soll man, weil es auch Konkurrenz gibt zwischen Elementen, meistens ein bisschen mehr geben, dann wir berechnet haben.
Also wir messen wir das. Kationenausstandskapazität ist nicht etwas Neues, aber es war immer ein bisschen schwer, ein bisschen zu messen. Aber jetzt benutzen wir Nahinfrarotmethode und wir können effektive Kationenausstandskapazität und auch Kalium, Calcium, Magnesium und so weiter am Kationenausstandskapazität messen mit Nahinfrarot, schnell und bezahlbar. Und also die, ja, natürlich haben wir auch eine traditionelle Methode, das ist Kobalt-Hexamine-Methode. Aber meistens benutzen wir Nahinfrarot-Methode. Und dann gibt es natürlich Kalibration und Validation und ja, viel Ergebnisse über traditionelle Methode und Nahinfrarot. Also wir benutzen seit 2004 also die Nahinfrarot-Methode. Und Schlussfolgerungen dann, also zusammenfassend, Kationenausstandskapazität ist die Fähigkeit des Bodens, Nährstoffe und andere Elemente zu binden und bei Bedarf der Pflanze wieder abzugeben. Kationenausstandskapazität kann man sehen als ein Reservoir für Nährstoffe. Wir messen effektive Kationenausstandskapazität, also nicht maximal bei pH-Wert 7,5 oder 8. Und Kationenaustauschkapazität hängt ab vom Tongehalt, Bodentextur, Art des Tones, Tonart, organische Substanz, Oxide und Hydroxide im Boden. Wenn die, wenn der pH-Wert höher dann als 7 ist. Und sehr, sehr wichtig ist den pH-Wert. Und ja, ist dit dann wichtig? Ja. Wir benutzen nicht nur Kationenaustauschkapazität in unseren Empfehlungen, aber auch verfügbare Nährstoffe. Also wir benutzen Vorrat, verfügbar und Pufferkapazitätskonzept. Aber ja, es ist wichtig, wir benutzen het, es als Indikator für Bodenfruchtbarkeit, Ertragspotenzial, Indikator Risiko Versalzung, Indikator Risiko Probleme mit der Bodenstruktur. Und ja, auch sehr wichtig, Nachlieferung Nährstoffe. Also das war Kationenaustauschkapazität, Vortrag, mein Vortrag. Und jetzt ist mein Kollege Dr. Brosma wird etwas erzählen, präsentieren über ja, neue Neuigkeiten, die wir gerne machen. Ja. Also, Dr. Brosma. Ja, dankeschön, Arjan. Yes, I continue now in English. Also, the last time I did the presentation in English, and today I would like to tell you some, well, I would give you some more information on the field trials that we conduct every year, in which we well, conduct our innovations, and some more information. So in English again, and so first of all, what do we see? Last week we cut this field of grass, and we see well, a very high grassland yield. So more than 6,000 kilograms of dry matter production we saw here in week 21. So you see here the dry matter production increase over time. So we have had a large amount of grass, and we see this well, especially this year on a lot of locations, a high grassland yield for the first cut. And you can wonder yourself, oh, what's in the grass? And so what about the nutrients, for example, in the grass that is harvested? Well, here I focus on calcium. So this is the level of calcium in grass measured over time
for three soil types. So we have a clay soil, which is the open dot. We have a peat soil, which is the gray, and a sandy soil. And well, especially at clay and sand, in the beginning you see an increase in calcium levels, and so more calcium content in the grass, and over time you see a decrease. And well, here we have a cut, and especially interesting here is the calcium levels in grass for the peaty soil. Since we have a target range for calcium, which is the minimum is at 4, and you see the levels of peat is below this target minimum, so a rather low level of calcium in the grass. And this is what we see more often. So we have a high dry matter production on the one hand side, so a lot of grass is harvested the last weeks, and the nutrient content of that, particularly here in calcium, is decreasing. And if we then combine it, so we have the dry matter production on the one hand side and the calcium levels on the other hand side, so we see more or less the same pattern again. So how much uptake of calcium is there in the grass? And for peat, so at harvest in peat, we have a calcium uptake, so the amount of Ca in kilograms per hectare of 20. And at sand it's 25, and at clay is 27. So the calcium uptake and the calcium levels in the peaty soils, so the grass and peaty soils, they are rather low in comparison to the clay and the sandy soil. So then you can wonder yourself, you can ask yourself the question, so how is that possible? Why do we see a low calcium level and a low calcium uptake in the grass? Is there sufficient amount of calcium applied as fertilizer? So is the amount of calcium that's in the manure and in the mineral fertilizer, is that sufficient to cover the uptake of calcium? So here I show you the amount of calcium that was measured in the cattle manure that was applied in the peaty soil in combination with the cubic meters per hectare. And it's 78 kilograms of calcium oxide for the first cut. And also there is calcium in the mineral fertilizer. So normally the nitrogen is applied, but in the mineral fertilizer there's also some calcium available. And in total, for the first cut, almost 100 kilograms of calcium oxide is applied. And you see the uptake here, which is in calcium, not in calcium oxide, but and there is more than sufficient amount of calcium applied for the first cut. And we have a positive balance for the amount of calcium oxide for the first cut. So it's not the rather low levels, and the calcium levels that are lower at the peat soil, are not so much related to the amount of calcium fertilized. So you would say, in fact, and the amount of calcium applied is sufficient to balance in the first cut as uptake. But what is it? What is going on? And why do the levels of calcium are lower for the peaty soil? Well, we have to look at the soil. In the soil, I think the answer is in the soil. But first again, so we see a high dry matter production at the clay soils, and the grass yields in kilograms of dry matter per hectare. It's somewhat lower at peat, and the sandy soil has the lowest production. But the calcium levels at sand, with 4.9, is the highest in the grass, and the peat soil has the lowest calcium level. So and here again, also the uptake in kilograms of calcium per hectare. But then if we look into the soil fertility, and so what is going on in the soil, then we have the cation exchange capacity, so the KAK, which is high at clay and peat soils, so 433 at clay and more than 500 for the peat, and the sandy soil is the lowest one for these three soils with 134. And then if we look into the details of the amount of calcium in the soil, so we measure the amount of calcium that is bonded to the cation exchange capacity, and we calculate then the relative abundance of the calcium at the CEC, and we see some differences. So clay has a rather high
amount of calcium bond to the cation exchange capacity with 87%, and the peat and sandy soils are comparable. We give also a target range for the amount of calcium at the CEC, and that is 75%. So in fact, all three soils have sufficient amount of calcium bond to the CEC. So that is also not the answer for the rather low levels at the peaty soil. But in the soil, we also measure the plant availability of calcium. So the PAE, which is over here. And here you see a low level of calcium plant available at the peaty soil. So this is most likely the answer to the question, why is the uptake and why are the levels of calcium in grass on the peat soil lower in comparison to the clay in the sandy soil. So this is also related to all the information that Arjan Reineveld already gave about the saturation of the clay humus complex and the amounts, and that is besides, so we have the plant availability and we have the soil stock, and both of them are important on the one hand side for structure and the other hand side for crop uptake. So low levels of calcium, smaller than 4 grams per kilogram remnant in grass at the peaty soil, is related to low calcium plant available element. And so low amount of plant availability is causing the lower levels. Since calcium at CEC, the CEC itself and the calcium supply was sufficient. In the Doemen Kompas, we also give calcium oxide recommendations for grasslands and for soil structure. So the structure advice and the structure recommendation is based on the amount of calcium that is bond to the CEC, and crop uptake is based on calcium plant availability. If we take the next step here, so I switch from calcium levels in grasses to amino acids in grasses. So at the same fields, we measured a lot, and we also measured the amino acid composition of the harvested grass. And so in the bale that you see here on in the picture, we also determined the amino acid composition, so the amount of amino acids, and they are relevant in the for the dairy cow, since some of the amino acids cannot be produced by the cow itself. So they have to be in the roughage or in the concentrate. So if you can increase your calcium, not your calcium, your amino acid levels in the harvested grass, you have a better quality product that you harvest from your field. And if we focus then on two amino acids, lysine and methionine, and I'll show you the results of the average amount, sorry, the average concentration of lysine in grasses. So that's 9.5, and the average amount of methionine is 3.1. And that is for all of the first cuts that we have measured. And at this particular location, so where the picture is taken, we see lysine and methionine are both higher than average. So in this grass, or you could say that the quality of this grass is a little bit better than average. And then you can wonder, why is that? How is it possible that this grass is better? So it could be the grass types and the species of grass, but it can also be related to the soil fertility aspect of the fields itself. And that is something that we are most interested in how to link soil fertility on the one hand side with, well, dry matter production, so with yields, but also with the quality aspects of the grasses. So the first step in this, so I'll take you step by step through the analysis that I've been done. And the first step is, how do the amino acids link among each other? Yeah, so what is the correlation? And I always like to show these kind of pictures, and they look very fancy and they help me a lot to understand what's going on. How are they related? So if these blue arrows, are grouped, then that means that an increase in the one is also an increase in the other one, etc. And if they are not grouped, then something else is going on. So this is the amino acid composition of all the grasses. And if then I introduce soil fertility data,
and the program selects the solvability aspects or the solvability characteristics that can explain the amino acid composition, then we get information on the relevant parameters or the relevant solvability aspects in the soil, and we can use this information to predict the amino acid composition. Well, for these fields, for the amino acid composition, we see three solvability aspects that can explain already a lot of the amino acid composition. The first one is the soil supply and capacity. That's that is this red arrow. The second one is the carbon to organic matter ratio, so a quality aspect of the organic matter in the soil. And also a quality aspect of the organic matter in the soil is the carbon to nitrogen ratio. So these three solvability aspects can explain amino acid composition. And then if I focus then on, for example, lysine, by using the information that I have, so based on three aspects of soil fertility, the carbon to nitrogen ratio, sulfur supply and capacity, and a carbon to organic matter ratio, we can predict the level of lysine in grass. So we can measure soil fertility in wintertime, in January, for example, and then we can give a prediction of the amount, the level of amino acids, and based only on soil fertility aspects. And I think that's a big step. So we can estimate lysine, methionine, and several others with an accuracy of almost 50%. And then you get a model, and you can use this information to, well, to steer, in fact, into the quality aspects of the grass. So if you use, if you know these soil fertility aspects, you get an indication of the level of amino acids, and maybe with some new fertilization recommendation, it is also possible to increase the amino acid content of the harvested grass. And I think that's the next step in fertilizer recommendations. So we had calcium, we focused on amino acids, and I also would like to talk you through some thoughts or some data that we also measured this year regarding to potassium. And if I I show you a table in which I you see dry matter production, so the yields, and that can vary and between 3,000 kilograms up to more than 6,000 kilograms of dry matter. And we see in the harvested grass differences, of course, in the levels, the level of nutrients. So we see, for example, harvested grasses with that have 20 grams of potassium per kilogram dry matter and up to 40. And if you use this information, you see an increase in uptake or removal of potassium with an increasing dry matter production. So for example, if you produced or if you harvested more than 6,000 kilograms dry matter per hectare, the removal is 180 kilograms K, and so kilograms potassium in total, if the level of potassium in the harvested grass was 30. And based on this information, you see that there is a lot of uptake, a lot of removal of potassium, but also other nutrients, in with these high yields that we had the last weeks. So we have a high uptake. And if you then look into what is going on in the soil, so after harvest, we measured the availability of nutrients in the soil. And if we then focus, for example, here also on potassium, we see at harvest that the level of potassium in the soil is rather low. We give a target range from 65 up to 93 kilograms per hectare. And we measured here only 14. So we see on the one hand side a high uptake of potassium in the grass. Oh, it's in at the farm right now. But on the other hand, we see rather low levels of potassium in the soil. So again, the figure of the dry matter production over time. And I would like to use this figure to, well,
to explain what we see here and what you see this year, for example, because it's late season with harvesting grass. We are already June, and most of the first cuts were harvested, and some of the second cuts are already harvested. Because if you look at this schedule, you see here the week numbers, and starting in week 14 and harvesting at week 21. That is a high dry matter production on a particular field. But if, for example, you had already a cut in week 19, which are the orange bars here, so the blue bars are the dry matter production that we measured. But if, for example, the circumstances of the weather were good enough to harvest in week 19, so in May, in fact, you see a start of growth again in week 20, etc. So that's what's normally going on. But what we did not had if we harvested in week 21, I hope you're still following this, but what we miss here is a manure application in week 20. So normally in May, an extra manure fertilization was being done. In May for the second cut, also organic fertilizer were applied, which was not done right now. And if we have some potassium levels in manure, which is ranging between 3.5 and 5.8 grams per kilogram. So if you applied 30 cubic meters of cattle manure for the first cut, you applied 140 kilograms of potassium. But we miss now the second one. And I showed you, I hope you still remember, at 6,000 kilograms, and the removal of potassium was already 180 kilograms of K. So you see here, 140 plus 70 is 210. So then you have sufficient amount fertilized for the total uptake. But since we missed this one, we see a lower supply of potassium for this high yields. And then it has to come from the soil. Is the soil capable of supplying this amount, so the 40 kilograms of potassium, for the crop uptake? I think it can, but I think it's also really important that you know how much the soil can supply for the second cut and so on. And maybe it's good that you increase the amount of potassium for the second cut, because high dry matter production, more than 6,000 kilograms per hectare, is a high uptake, of course, removal of potassium. And we see that soil potassium status and that the availability of soil potassium is rather low, and we miss a fertilization in May. So I would suggest to increase potassium application for the second cut, since we have we need the extra potassium to keep the growth of the grass continuing. Well, I have four, the last subject of my talk this morning is about manure. Harvest is done, increase the amount of potassium, for example, from the mineral fertilizer, or maybe through organic fertilizer. And what we see in, and normally we know more or less the amounts of nitrogen, phosphorus, and potassium in the manure. So, or we can use average contents, etc. But in general, we know how much we apply. But what we don't know, and what is, I would have to say, good to understand and good to know, is how much of the carbon is transformed into carbon dioxide. It's a loss, you could say, of carbon. And how much of the carbon from the manure is becoming a part of soil organic matter. So is it possible to predict and to give an idea of, I apply 30 cubic meters of cattle manure, and from that cattle manure, this and this amount is becoming part of the organic matter in the soil. And is it possible to measure it? Well, that's a yes, we can measure it. And is it possible to give a prediction? I think it is. And I'd like to show you how we come to that conclusion.
So what we did an incubation experiment, and we selected several types of manure. So we had composts, digestates, kettle slurries, pig slurries, and solid manure with and without straw. So to have a high range or wide range in organic matter content. And all the manures from we did the, well, you could say the standard manure analysis, so the nitrogen, phosphorus, and potassium, but we also included a new measurement, and that is pyrolysis. Pyrolysis GCMS, and GCMS is standing for the machine in which we determine the carbon fractions that are created by pyrolysis. And pyrolysis is, well, in fact, it's burning of organic material, and we do the burning in an anaerobic condition, so without oxygen. So as such, we get, you would say, a fingerprint of the organic material and the carbon in manure in this case, but we can also use it, and we use it as well for soil. And so you get more and more information on the, well, carbon fingerprint of, well, the organic material. Well, you can also find Wikipedia it, pyrolysis, and if I read it out, so it's a thermal decomposition of materials at elevated temperatures in an inert atmosphere. So that's been used for the manures in this incubation experiment. So at the start of the incubation, we measured standard and nitrogen phosphorus, but also the new technique pyrolysis. And we used both for prediction of the carbon storage in the soil. So we started this incubation experiment, and it lasted for 6 months at a constant temperature and a constant water holding capacity of 60%. And as such, we give, well, the idea is that doing this for 6 months is comparable to a whole growing season in the fields. So this is why we took the 6 months as a time frame. Well, manures were mixed with the sandy soil, and over time we also measured the amount of carbon dioxide. And this carbon is a loss, in fact, because it's not incorporated into the soil. So it's not becoming part of the soil organic matter in the soil. And using the applied carbon from the manure and the removed carbon as the carbon dioxide, we could calculate the remaining carbon in the soil. And this is, in fact, the turnover rate of the manure. And it looks like this. And I'm sorry, this is in Dutch, but we have here on this axis the remaining carbon in percentage. And of course, at day zero, it's 100% for all manures. And we look here for five types of cattle manures, rundveedrijfmest in Dutch. And so the cattle manure, which had a different feeding regime for grass and also for maize. And over time, you can see here the remaining carbon, which is a result, of course, of the carbon dioxide loss on one hand side, and the remaining, or the supplied carbon. And over time, you see a decrease. And after a while, you see that it becomes more and more steady. So here we are at the stage of 168 days, so 6 months later. And the interesting thing here is already that we see differences in, well, between the five types of cattle manure, right? So we are looking at cattle manure, and this one, so the triangles here, they have a higher amount of remaining carbon in the soil. So this type of manure in this particular soil is building up more organic matter in the soil in comparison to these over here. And we use the data for all the types of manure that we had, so besides the cattle manure, also the pig and the compost, etc., in order to calculate. So is it possible at day zero and to predict what's going on over here? And it is. Oh. So we see here the modeled amount of remaining carbon, and we see here the measured amount of the remaining carbon, and we get a rather good model, I would say, to predict how much of carbon is, well, still in the soil after half a year. So how much is lost and how much is becoming a part of the organic matter in the soil. In orange is the cattle slurry
I made them the orange triangles over here, and you see them, they're spread over the whole model. And the accuracy of the model is around 70%. So based on this information, and of course we are going to validate as well for the same types of manures again, but I would say that it is possible to predict carbon storage in soil after manure application. So at the start, so know the type of manure, and we measure the quality of the manure and the quality of the carbon in the manure, and based on that information we can give a rather good prediction of the carbon storage after application of the manure. Well, having said that, in summary, for the innovations from the field trials, what the first subject was about calcium. So the low calcium levels in grasses are related to low calcium plant availability. So in the peaty soils, we saw these low calcium levels in the grass, and also a low calcium plant availability. And since calcium at cation exchange capacity, or the KAK, were all good. The second one was about the amino acids, and that were also related to the soil fertility. So the quality aspects of the organic matter. We saw that uptake of potassium in a with hydrometal production, so a more than 6,000 kilogram or 5,000 kilogram. So the potassium uptake is high, and I would will suggest or advise here, be aware of sufficient potassium supply for the next cuts, since we are missing one of the manure application in May. And the last one is about the carbon storage from the manure. So we can predict the carbon storage in soil by means of manure quality measurements. And that's it. Back to you, Patrick. Ja, vielen Dank. Dann setzen wir fort mit den Fragen, die gestellt wurden. So. Die erste Frage, die gestellt wurde, die wurde aber, glaube ich, auch während des Vortrags dann auch schon beantwortet. Wie wird die KAK bestimmt? Also welche Austauschlösung wird tatsächlich verwendet? Arjan. Ja, danke schön für die Frage. Wir benutzen meistens eine Infrarot-Methode, also für effektive Kationaustauschkapazität, aber sondern auch für Kalium und Calcium und Magnesium und so weiter. Aber ja, natürlich haben wir eine Referenzmethode, traditionelle Methode. Also wir haben nach Infrarot gelernt, wie es die Ergebnisse, die Signale messen of benutzen darf. Und die traditionelle Methode ist Kobalthexamin. Also wir benutzen wir messen effektive Kationaustauschkapazität traditionell mit Kobalthexamin. Das ist ungefähr das gleiche, das ist 1:1 mit Bariumchlorid, aber wir benutzen dann Kobalthexamin-Methode als Referenz, traditionell Methode. Dankeschön. Dann die zweite Frage war, ja, ab welchem Calciumgehalt am Austauscher ist mit Problemen in der Bodenstruktur zu rechnen? Ja, du hattest ja vorhin gesagt, dass Werte von 30 bis ja, über 90% gemessen werden. Aber die Frage taucht auch immer wieder auf, ab welchem Gehalt können denn Probleme entstehen in der Bodenstruktur? Ja, natürlich ist, was wir messen, das gibt ein Potenzial, gibt an, kann man potenzielle Probleme mit der Bodenstruktur erwarten. Also natürlich, wenn es sehr schlechtes Wetter ist oder wenn man andere, wenn man ernten soll mit schwere Umständigkeiten, dann ist es natürlich immer ein bisschen schwer, Bodenstruktur optimal zu behalten. Aber wir sagen, potenziell soll es zumindest 90% sein auf Tonboden, und auf sandiger Boden kann es ein bisschen weniger als 90% sein.
Dankeschön. Und dann war noch die Frage, ist die potenzielle Kationaustauschkapazität geeignet, um Aussagen zur Düngung zu treffen? Und warum ist die effektive Kationaustauschkapazität vielleicht besser geeignet? Ja, also die potenzielle Kationaustauschkapazität, wenn man einen pH-Wert von 5 oder 5,5 oder 6 hat, dann ist das, dann kann man Effekt, das Effekt von Düngung und Verbesserung, Bodenverbesserungen viel besser sehen, dann mit ein ja, potenzieller kationen Austauschkapazität. Also wenn man potenzielle kationen Austauschkapazität misst, dann ist es ja nur pH-Wert 7,5 oder 8, das ist theoretisch. Aber wir messen den aktuellen pH-Wert und den effektiven kationen Austauschkapazität, dann kann man direkt sehen, was das Effekt vom ja, Management ist. Okay, vielen Dank. Das waren jetzt mal ein paar Fragen aus Zeitgründen. Ja, wenn wir mal noch die nächsten Folien, die ich noch vorbereitet habe, mal noch durchgehen. Bis hierhin erstmal vielen Dank, Arjan, vielen Dank, Karst, dass ihr uns heute eure Themen näher gebracht habt und dann ja vielleicht bis zum nächsten Mal. Ich habe noch 2, 3 kleine Folien. Und zwar bin ich ganz froh, jetzt tatsächlich, das hatte ich letzte Woche schon gesagt, sagen zu können, dass, und das wurde im Februar schon angekündigt, dass wir in Jena die NIRS-Bodenanalytik aufbauen und dass das jetzt tatsächlich abgeschlossen ist. Also ab sofort die NIRS-Bodenuntersuchung in Jena verfügbar ist. Das ja, verhilft uns dazu, ja, deutlich kürzere Bearbeitungszeiten zur Verfügung stellen zu können. Wir haben mehr Flexibilität, was die Pakete angeht. Da komme ich gleich noch dazu. Und ja, wir können auch einen besseren Kundenservice leisten, weil die Proben tatsächlich physisch bei uns im Labor sind und auch dort verbleiben. Ja, wir dann zum Beispiel auch die Rückstellungen bei uns haben, sodass also zum Beispiel nach Untersuchungen auch jederzeit problemlos möglich sein sollten. Ja, es ist also so, dass wir neben dem Premium-Paket des Düngekompasses in Zukunft also auch weitere Pakete verfügbar haben, anbieten können. Und ja, das sind also im Wesentlichen die Pakete, die also in Zukunft buchbar sein werden. Ja, der Düngekompass bleibt das größte Paket, aber der passt ja nicht immer in jede Situation und vielleicht auch nicht immer für jeden Geldbeutel, sodass wir also auch kleinere Pakete gestaltet haben, die wir Ihnen anbieten können. Das wäre also das Basis, Basis Plus und das Profi-Paket. Ich habe in die Anlagen, die Sie sich runterladen können, auch Musterprüfberichte angeheftet, sodass Sie also sich das in Ruhe auch schon mal anschauen können, wie das Ganze aussieht. Darüber hinaus gibt es auch einen Soil Life Monitor, der sich dann mit dem ganzen Aspekt des Bodenlebens noch viel stärker, noch viel näher auseinandersetzt. Und wir haben auch 2 kleinere Zusatzpakete für die Grundbodenuntersuchung, die wir mit anbieten können. Das ist einmal die Bodenart, die also Sand, Ton, Schluff, den Kalkgehalt und den pH-Wert, die organische Substanz des Bodens beinhaltet. Und ja, auch die Kationaustauschkapazität, die wir bisher nur in Jena nur mit der Bariumklorid-Lösung, also nasschemisch untersucht, angeboten haben, die ist jetzt auch einzeln als NIRS-Untersuchung möglich buchbar. Ja, ansonsten, falls Sie weitere Informationen benötigen, besuchen Sie gerne unsere Website www.eurofins.de/agro. Dort habe ich speziell für die NIRS-Bodenanalytik noch ein paar weitere Informationen hinterlegt. Ansonsten auch gerne vorbeischauen auf Facebook und ganz neu auch auf Airfarm, eine kleine App für die Landwirtschaft. Dort werden auch regelmäßig Neuigkeiten gepostet. Ja, und ansonsten freuen wir uns natürlich auch über direkten Kontakt mit Ihnen. Also meine Kontaktdaten sind eingeblendet, gerne eine E-Mail schreiben oder anrufen, aber genauso steht in unser Kundenservice unter den genannten Kontaktdaten zur Verfügung.
Ja, dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und ja, dann eventuell bis bald. Dankeschön. Tschüss.